Was sagt eigentlich unsere Zeit? Noch 3 Tage und 3 Stunden. Und dadurch bohrte ich den riesigen Stäge mit meinem Speer mitten durch sein Herz. Ach, Artwin, wie gerne hätte ich dich dabei gesehen. Das ist der Typ, der die komische Geschichte erzählt. Ein schlagsiger Jäger pflegt sich den Bart, einen lückenhaften blonden Flaum, während er aufmerksam einer jungen Elfe lauscht. Sie flüstert ihm etwas in die geröteten Ohren und kichert. Den Kopf noch immer gesenkt, antwortet er mit einem breiten Grinsen. Der Jäger bemerkt dich, räuspert sich und richtet sich auf, um würdevoll zu erscheinen. Ich habe dich erwartet. Mein Stamm hat mir gesagt, dass du die Wahrheit über Fionn Sexil sagen sollst. Er kämmt sich seine spärlichen Stoppeln und wirft der Elfe einen Blick zu. Nun, Artwin versteckt sich nicht vor der Wahrheit. Frag und ich werde antworten. Erzähl mir von deinem Stamm. Wir sind jung, der jüngste Stamm in der Clanfahrt. Artwin zögert einen Augenblick und kratzt sich den Bart und breitet dann seine langen Beine auseinander. Aber wir sind nicht schwach. Die anderen Stämme haben ihre Geschichte und nun schreiben wir die zweimal gespaltenen Pfeile unsere eigene. Arvin streckt seine Brust heraus und schlägt sich mit der Faust drauf. Wir sind wahre Glafantaner, wahre Jäger. Ich habe bewiesen, dass wir würdig sind. Sein goldener Flaum erstrahlt wie sein breites Lächeln. Ich war es nicht Fionn, der den riesigen Stelgier getötet hat. Was ist mit Fionn geschehen? Arvin blickt nach unten und leckt sich die Lippen. Fionn? Er streicht die blonden Stoppeln von seinen Mundwinkeln fort. Jeder Stamm weiß um seine Stärke. Ein Jäger mit großem Namen. Doch dieses Mal geriet er ins Hintertreffen. Wir sahen den großen Stelgier auf der Wachpostenerhöhung über dem Wasserfall der Nordlandschaft. Er lauerte auf Beute. Artwin schüttelte leicht den Kopf. Fionn wollte, dass wir uns aufteilen. Er wollte die Bestie zum Fluss locken. Ich sollte sie flankieren. Der Jäger kratzt sich an seinem geröteten Ohr, aber die Bestie kam nicht hinunter zum Flussufer. Also versuchten wir sie auf der Anhöhe zu umkreisen. Ich kletterte schneller und da war sie bereit, mich anzufallen. Artwin schoss seine Faust nach vorne. Ich durchbohrte ihr Fleisch in der Luft. Ich rollte mich herum und stach wieder zu und wieder. Und die Bestie war tot. Der Jäger streicht sein Schnurrbart glatt und blickt auf. Fionn konnte nicht fassen, dass er nicht einmal beteiligt war. Er sagte, er würde nicht zu der Schmach zurückkehren, einem zweimal gespaltenen Pfeil untergelegen gewesen zu sein. Artwin seufzt. Ich habe ihn angefleht, aber er war ein Hüter des Steins. Er wollte nicht auf mich hören. Und ihn ist er verstoßen. Wer weiß wo. Auf Wiedersehen. Jägerbruder. Ich habe in Ulmenkap mit Artwin gesprochen. Der Jäger bestand darauf, dass er es war, der den riesigen Stelgier der Nordlandschaft getötet habe. Auf einem Kampf beim Wasserfall. Er sagte, Fionn hätte den Gedanken nicht ertragen, gegen einen Jäger eines niederen Stammes unterlegen zu sein. Der zweimal gespaltene Pfeile und sei lieber ins Exil gegangen. Als schmachvoll nach Zwinges Ulm zurückzukehren. Mann, sind hier viele Stelgier. Sind hier drüben auch nochmal Stelgier? Friede möge an deinem Herd herrschen. Na, der ist sehr freundlich. Dafür, dass ich ein Fremder bin. Ja, die Kriegerhalle ist wirklich nicht groß. Da war das wirklich Galloways Rachen. Wo sich Bären und Wölfe gegenseitig an die Gurgel gehen. Die Feuerstelle riecht immer noch nach frisch gekochtem Wildfleisch. Die geschwärzten Ziegelsteine sind mit Fett bespritzt. Willst du dich mit den 3 Stoßzahn-Steak hier anlegen? Eigentlich nicht. Tread carefully, Estermore.
Ein greiser alter Elf, seine Haare geflochten und gefärbt, steht an einem Ende des Raumes. Seine Arme und Brust sind ein Geflecht von fahlen Narben. Sein schiefes Lächeln ähnelt einer weiteren. Nicht viele Estramon erhalten Zugang zu unserer heiligen Stadt. Battle muss heute besonders weichherzig sein. Willst du in Tier Ever deine Zukunft hören? Sein Lächeln wird breiter und offenbart eine Reihe gelber schiefer Zähne. Oder bist du hier, um sie im blutigen Sand selbst zu bestimmen? Was ist blutiger Sand? Ein uralter Ort der Opferrituale. Er verschränkt seine Finger. In einer Höhle bei den großen Ulmen. Restin und seine Druiden und sind seit Generationen ein zentraler Bestandteil der Glafatischen Gesellschaft. Ganz gleich, was einige der anderen Stämme sagen. Ihr Glanfahrt könnte sich gegen die Estramon behaupten, weil manche von uns die Kraft des Opfers noch kennen. Er musste dich prüfen. Bereitet der Gedanke dir Unbehagen? Das sollte es. Das hat unsere Gesellschaft so lange am Leben gehalten. Simon verschränkt die Arme über seine vernarbten Brust. Sonst noch etwas? Was tust du hier? Als armer Vater deines Schutzes, Stegir, führe ich unseren Stamm in allen Angelegenheiten. Er winkt zum Hauptraum der Hütte, wo andere sich versammelt haben. Ich bin in Zwillingsulmen, um mit einigen der anderen armen Vater über die Onolfen zu beraten, was ihr Hohlgeburten nennt. Wir haben hier nur sehr selten solche Geburten, aber es hat uns wachsamer gemacht, was unsere Nachbarn anbelangt. Ein Stegir regt sich und lässt seine Krallen spielen. Simon kneift die Augen zusammen. Einige von uns glauben, dass eure Onolfen oder Onolfen eine Strafe für die Schändung der Stände der Bauer seien. Andere sagen, es sei eine Pest, die von den Estramon verbreitet wird. Alles Antworten, die in ihr Bild des Hasses passen. Es gibt keinen Grund, auch nur ein Wort davon zu glauben. Erzähl mir etwas über die drei Stoßzahnstelgier. Der kühnste und wildeste der sechs großen Stämme von der Glanfahrt. Wir waren die ersten, die sich gegen die Estramon gewehrt haben, als diese vor 200 Jahren hier landeten. Hebt sein Kinn. Wir waren schon immer der Grenzstamm und es war schon immer unsere Aufgabe, Fremde und Invasoren abzuhalten. Jevarias lehnt sich zu dir und flüstert dir etwas zu. So häufig, wie sie über die alte Schlachten sprechen, sollte man meinen, sie sind der drei Stoßzahn-Märtyrerstamm. Sie sind in der Tat wild und ihre Geschichte ist voller glorreicher Taten. Manchmal glaube ich, sie würden die anderen Stämme bekämpfen, wenn sie keine Eindringlinge jagen könnten. Du scheinst uns Estramon nicht sehr zu mögen. Er richtet seine zusammengesunkene Schultern auf. Ich habe im Krieg des zerbrochenen Steins und im Krieg der schwarzen Bäume gekämpft. Ich habe gesehen, wie meine Brüder niedergestreckt wurden, als sie die Stätten der Bauer verteidigten. Und ich habe neben Galvin Rex selbst Blut vergossen. Er hustet. Nun scheint die Estramon zu glauben, dass sie in unseren heiligen Städten ein Heilmittel für ihre leeren Kinder finden können. Oder schlimmer noch, dass sie in unseren Landen Zuflucht finden könnten. Sein Blick verdüstert sich. Und ich habe gesehen, was geschieht, wenn sie nach glamfantanischem Boden gieren. Nun, er hat in gewisser Weise recht, murmelt hier Varias leise. Man lernt seine Nachbarn nicht zu trauen, wenn sie über Generationen hinweg wieder und wieder dein Land schänden. Ivarius verschränkt die Arme und zuckt mit den Schultern. Er hat allen Grund, sich zu sorgen. Hab Mitleid, sie versuchen nur ihre Kinder zu retten. Und wenn die Estramon eine gewaltsame Invasion unternehmen und ihre Pest hierher tragen, was ist dann mit unseren Kindern? In meinen 250 Jahren habe ich mein Volk durch zwei Kriege geführt. Unsere Grenzen sind bestehen geblieben, zu großen Teilen dank des Rufs der drei Stoßzahnstelgier. Seine Stimme sinkt sich zu einem Knurren. Ich habe ein Dutzend Kinder hervorgebracht, doch keines von ihnen wurde als würdig erachtet, meinen Platz einzunehmen. Ich schere mich nicht um mein Vermächtnis, von dem die Fürsten der Espermoon stets zu besessen sind, doch es ist wichtig, dass mein Nachfolger diesen Weg weiterverfolgt. Ist deine Rolle vererbbar? Nicht ganz. Wir glauben, dass die Seelen unserer Ahnen zu uns zurückkommen, dass eine starke Seele viele weitere tragen kann. Aber alle Seelen müssen durch unsere Ältesten geprüft werden. Die Rehor suchen zuerst unter meinen Kindern nach einem Nachfolger, doch ihre Seelen waren schwach. Für gewöhnlich würden sie sich an andere innerhalb meines Stammes wenden, an Clanführer und deren Familien. Für gewöhnlich, er blickt geradeaus. Aber wir teilen die Tradition, Kinder anderer Stämme als Ziehkinder aufzunehmen. Und der arme Vater Fischerkranich hier hat sein jüngstes Kind in meine Obhut gegeben. Er zieht eine Grimasse. Und da mein eigen Fleisch und Blut nicht würdig ist, meinen Platz einzunehmen, werden die Rio als nächstes dieses Sumpfkind in Erwägung ziehen, die Nachfahren eines anderen armen Pfad und meine Ziehtochter. Schön wäre es, ruft die Varias. Dieses junge Fischerkraich-Mädchen ist ein großartiges Geschenk, du solltest dankbar sein.
Ivarias Stimme wird zu einem leisen Flüstern, vor allem angesichts der Schwäche in deiner Familie. Ich verstehe das Problem nicht. Die Orlada der Fischerkraniche leben seit 1000 Jahren im Tain-Sumpf. Sie sind von Natur aus listig und hinterhältig, weil es ein großer Vorteil ist, wenn ein Sumpfland ihnen hilft, ihre Bewegung zu bergen. Verschränkt die Arme, aber das wird die Estramon auf offenem Gelände nicht abhalten. Als die Republiken noch jung waren, schickten wir Erkundungstrupps in den Tain-Sumpf, um einen schnellen Weg zum Zwergenkönigreich der Weißmark zu finden. Komm, einer kehrte zurück. Er deutet auf die Krieger, die sich um das Feuer versammelt haben. Unsere Wildheit hat die Estramon vor weiteren Übergriffen zurückschrecken lassen. Sie berichten noch immer von unseren Taten im Krieg des zerbrochenen Steins. Aber wenn ein Kind der Fischerkraniche unseren Stamm anführt, verlieren wir ihre Kühnheit und die Estramon verlieren ihre Furcht vor uns. Das Kind wird von den Seelen seiner Ahnen beeinflusst. In Krisenzeiten wird sie ihre Verwandten im Tain-Sumpf um Rat bitten. Was ich auch versuche, ihr beizubringen, es wird nicht reichen. Er betrachtet dich. Du könntest helfen. Nur wenige haben die Nerven dazu, aber ich denke, du bist klug genug, um zu wissen, dass manche Dinge nötig sind, auch wenn sie noch so unangenehm sind. Worauf willst du hinaus? Die Orladerin hat die Seele eines Anführers. Würde sie auf eines meiner Kinder übertragen werden, würde unser Stamm stark bleiben. Als ein Stelgier an Simoks Seite reibt seinen gewaltigen Kopf am Bein des Armenpfads. Er bleibt fest stehen, ohne zu schwanken. Die Druiden im blutigen Sand können dies bewerkstelligen und sie verstehen, wie wichtig eine starke Nachfolgerlinie für die drei Stoßzahn-Stelgier ist. So viele leere Kinder, leere Familien und er stiert aus purem Ehrgeiz die Essenz dieses Kindes. Sollen seine Methoden sterben, soll seine Linie enden, wenn sie dazu führen. Er gibt dir einen Schlüssel. Es gibt ein Haus im Südosten von Herdlied, neben dem Fluss. Das Kind wird schlafen, ich habe dafür gesorgt, dass sie einige Zeit lang unbeaufsichtigt ist. Seine Stimme wird zu einem leisen Grollen. Nimm sie und bring sie zur Hüterin Wirda in blutiger Sand. Sie weiß, was zu tun ist. Wenn sie dir die flüssige Essenz gibt, bring sie mir. Was wird Hirterin Wirda mit dem Kind tun? Sein verdammtes Gesicht verzerrt sich wieder. Hast du die Rituale in blutiger Sand hier gesehen? Sie wird sie opfern. Es ist die einzige Möglichkeit, ihre Essenz zu extrahieren. Ivaria starrt Simon mit weit ausgerissenen Augen an. Was für ein niederträchtiger Teufel, selbst für ein Dreistoßzahnstegier. Wie wäre es, wenn ich diesen verrückten alten Mann verprügle, bis ich mir Stücke seiner Knochen, seines Hirns und seiner Essenz aus meinem Fell pflücken muss? Das orlanische Kind, sprich weiter. Ich weiß nicht, warum du mich dafür brauchst. Weil ich es nicht tun kann, ohne ungewollte Aufmerksamkeit zu erregen. Er runzelt die Stirn. Es missfällt mir, meine Last jemand anderem aufzubürden, aber würde man mich ertappen, würde das zu einem Krieg zwischen unseren Stämmen führen. Wie kannst du erwarten, dass du damit durchkommst? Nur wenige wissen, dass das Mädchen hier ist und ein orlanischer Säugling sieht aus wie der andere. Er zog mit den Achseln, aber lass das meine Sorge sein. Was ist das für ein Trank, den du von Wirda brauchst? Essenz gebunden und in eine Flüssigkeit destilliert. Sie wird nur wenig unmittelbare Wirkung auf mich haben, aber in meinem zukünftigen Nachfahren wird sie eine stärkere Seele weben. Wo finde ich das Kind doch gleich? Sie ist in einem Haus in Herdlied. Folge dem Weg zur südöstlichen Seite des Bezirks, bis du den Fluss erreichst. Ich will jetzt dich bedrohen und ich will auch nicht ablehnen und damit hier Krieg riskieren. Also sage ich, ich helfe dir mal und suche dann einen Ausweg. Ernik, du bist eine Freundin des sklaventalischen Volkes. Handle schnell und leise, Estramor. Ich habe Fragen. Das ist alles. Ernik, diese Aufgabe ist bedauerlich, aber sie ist nötig. Sind wir so weit gereist, um uns in Angelegenheiten der Politik zu verstricken, in Kleingeisterei? Ihr Gesicht besteht aus nichts als streng starren Linien. Wir dürfen das nicht tun, Wächterin. Wir sind gekommen, um die Kinder zu retten, die Zukunft des Tyrwalds. Ich werde dich tatenlos zusehen, wenn du dieses Werk des Bösen vollbringst. Auf Wiedersehen. Okay, auch hier kein Druide. Oh, hi. Ein junger Mann nähert sich dir mit schnellem und entschlossenem Schritt. Du bist ihm zwar noch nie begegnet, aber er hat denselben ersten Blick wie Simok.
Er spricht erst, als er unmittelbar neben dir steht. Seine Stimme ist leise. Warte, ich habe dich mit meinem Vater sprechen gesehen. Worum geht es überhaupt? Er blickt zurück zu dem Raum mit Zimok. Er hat dich gebeten, Wähler zu opfern, oder? Er beißt die Zähne zusammen. Vielleicht hat er recht, dass die drei Schlusszahlen schwach werden. Aber wenn das der Preis für Stärke ist, dann ist er es nicht wert. Die Stämme haben nur so lange überlebt, weil wir zusammengehalten haben. Die trauernde Mutter nickt, selbst kaum mehr als ein Kind, aber er spricht mit Weisheit. Mitgefühl, ein Jammer, dass sein Volk ihn nicht für würdig hält, sein Anführer zu werden.